Ein ungewohntes Spektakel in der Wiener Jesuitenkirche. Das spätbarocke Mysterienspiel Hirlanda, das vor einigen Jahren in Laas aufgefunden worden war, hat nun nach über 200 Jahren eine Wiederaufführung erlebt. Autor ist der 1739 geborene Johannes Udalricus Federspiel aus Laas. Mit der Aufführung des Stücks in moderner Fassung ist kürzlich die alte Wiener Universitätskirche wiedereröffnet worden. Stefan Nicolini und Hugo Seyer waren dabei. Im ersten Wiener Gemeindebezirk, unweit vom Stephansdom, steht die Jesuitenkirche. Passender Rahmen für die Neuinszenierung der Laaser Hirlanda. Bei der Premiere war der Andrang groß. Eine nur zu diesem Anlass angereiste Laaser Fangemeinde konnte sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Über dem Hochaltar schweben Christus und die Seele. Auf dem Segelschiff unter ihnen findet das Weltgetümmel statt. Das Drama beginnt mit einer Abschiedsszene. Ach, sei nicht allzu sorgenvoll. Vor allem Ungeheuer, Gott dich beschützen soll. Artus, König der Bretagne, zieht in den Krieg und lässt seine schwangere Frau Hirlanda allein zurück. Diese ahnt, welch schwere Prüfungen auf sie zukommen. Doch wird sie sich ihrem Schicksal fügen. Die handelnden Figuren stellen keine Charaktere oder Typen dar, sondern Zustände. Hirlanda ist die unschuldig leidende und sich opfernde Frau. Aber was mich an der Person, die Hirlanda interessiert hat, das hat aber eigentlich nichts mit ihrem Geschlecht zu tun, ist, dass sie eine Eigenschaft hat, die es heute praktisch nicht mehr gibt, nämlich einen positiven Fatalismus, dass sie sozusagen alles annimmt, was ihr begegnet, dass sie ihr Schicksal hinnimmt und auch den Egoismus sozusagen dem hingibt, also dass sie das Schicksal sozusagen höher stellt als ihren Egoismus. Das in einer Zeit, wo Egoismus der höchste Wert ist, sozusagen etwas Seltenes. Du Stille, Einsamkeit, dir klage ich mein Leid. Allein und auf sich gestellt, fällt sie einer Hofintrige anheim. Ihr erstes Kind wird auf Befehl des Bruders vom König Artus von der Hebamme geraubt und soll geopfert werden. Durch die Hand Gottes jedoch wird das Kind in letzter Sekunde befreit und von einem Abt im christlichen Glauben erzogen. Es ist ja auch bei diesem Text dieser Hirlanda so, dass, und das ist auch die große Herausforderung für die Regie, und ich würde meinen, eine ziemlich große Herausforderung, nämlich davon ausgehen zu müssen, dass der Text nicht nur festlegt, worüber gesprochen wird, nämlich über Gute und Böse, sondern auch zu welchem Zweck darüber gesprochen wird. Und genau diese Zweckabsicht, diese Pädagogik, die da drin steckt, mit der können wir heute natürlich nichts mehr anfangen. Von daher war es mir auch sehr wichtig, nicht zu historisieren, auf der anderen Seite Theater zu machen, das naiv genug bleibt, auch charmant genug, dass es eben doch noch unterhält und dass man nicht gezwungen ist, sozusagen mit der Kritik der historischen Vernunft, die wir eingeübt haben, oder mit allen Mitteln, die uns von der Psychologie her zur Verfügung stehen und da, wo wir gar nicht mehr auskommen, an das Stück ranzugehen. Verwegner kleiner Pop! Als Hirlanda auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden soll, taucht der kleine Prinz auf, um für seine Mutter zu kämpfen. Den ersten Stoß. Die religiöse Botschaft ist klar. Die Guten werden von Gott belohnt, die Bösen bestraft. Auch Höllenherrscher Luzifer findet seine Opfer. Nun alle Eid! 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 Aus der Hölle! Das Spiel ist wahr! Damals war es, glaube ich, einiges
Wüste. Also ich weiß nur, dass zum Beispiel unsere Teufeln im Vergleich, also Teufelskostüme im Vergleich zu den barocken Teufelskostümen äußerst anständig sind und harmlos. Ja. Also ich glaube, dass diese Lebenslust im Barock sich auch in die Kirche hineingewagt hat. Und dass das eine wirklich eine Vorstellung vom 19. Jahrhundert ist, dass man in der Kirche flüstern müsste und an nichts Weltliches denken dürfte. Der Teufel ist mir gewöhnt gewesen, dass die einen Schwanz hinten haben. Aber das sind jetzt ein bisschen andere, moderne Teufel gewesen. Ich glaube, der selige Udalricus von Federspiel hätte seine wahre Freude dran. Er würde vielleicht sagen, es ist ein bisschen kurz geraten. Ich habe es länger und ausführlicher gemacht. Aber ich glaube, es war eine korrekte Wiedergabe des barocken Stückes. Wir haben uns sehr gefreut drauf und es ist gewaltig. Man sieht, dass die Wiener Hirlanda, die Laser-Hirlanda, Neuland betreten hat in der Theaterlandschaft. Und insofern haben wir irgendwie in eine Beginnsituation die Theaterlandschaft vermutlich gebracht hat. Und ich glaube, bei uns drinnen, wir dürfen das in der Kirche überhaupt nicht aufhören. Weil bei uns ist es schon so, wenn Mönche, es wird der Herr nicht mehr da, wenn sie die Jugendmessen machen, dass sie ein bisschen modernere, zu moderne Musik machen, dann wird es dann schon gestrichen. Nein, das dürfen sie auch nicht machen. Nicht? Folgedessen von uns, dann kann man sich das ja nicht vorstellen. Die Aufführung dieses Stücks in der renovierten Jesuitenkirche von Wien war ein hochinteressantes theaterhistorisches Ereignis. Der Barock als Entstehungszeit der Handschrift und Erbauungszeit der Kirche war eine sinnvolle Klammer. Im Übrigen aber musste die Vorlage für unser heutiges Theaterverständnis neu bearbeitet werden. Nur etwa ein Zehntel des ursprünglichen Textes ist in der adaptierten Strichfassung übrig geblieben, was Rückschlüsse auf die Originaldauer der Aufführung aus dem Jahre 1791 zulässt. Sie dürfte zwischen 6 und 8 Stunden betragen, sich also einen ganzen Tag über hingezogen haben. Aber dies war nicht der einzige radikale Eingriff. Da die Noten für Prolog, Arien und Rezitative sich nicht erhalten hatten, musste der musikalische Teil neu komponiert werden. Zwischen Text und Musik lagen also 2 Jahrhunderte, die ja auch in der Inszenierung zu überwinden waren. Und diese arbeitete weitgehend mit Metaphern. Die Bühne ist ein Segelschiff als Sinnbild für das den Stürmen ausgesetzte Leben. Die Kostüme sind in symbolhaften Farben und Zeichnungen gehalten. Hirlanda trägt ihr Kreuz im wahrsten Sinn des Wortes durchs Leben und die Höllenhunde treiben halbnackt und mit nicht zu übersehendem Phallus-Symbol ausgestattet ihr teuflisches Spiel mit den Köpfen der Bösen. Hirlanda war also die akustisch, visuell und schauspielerisch vitale Inszenierung eines gegen alle Regeln der modernen Dramaturgie konzipierten barocken Theaterstücks. Im Sommer 1791 erlebte es 8 Aufführungen in der Markuskirche von Laas. Mehr als 200 Jahre später ist es nun 3-mal in der Wiener Jesuitenkirche gezeigt worden. Möglich gemacht haben dies der ehemalige Pfarrer von Laas und Theaterautor Hans Bircher, der die Handschrift gerettet, der Germanist Toni Bernhard, der deren literarische Bedeutung erkannt, und der Jesuitenscholastiker Hannes B. Bircher, der die Einrichtung und Aufführung des Stücks angeregt hat.